Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Leute, ich habe so zweieinhalb Stunden ein bisschen was vorbereitet, ein bisschen geformt. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen Holzen. Ich habe unsere Barren fertig geschmiedet, was wir hatten. Hab ein bisschen Kohle gemacht. Und wir können direkt nochmal Kohle anschmeißen gehen. Was ist denn da? Ist da schon Kohle hingefluppt oder was? Steine. Ja, ist doch gut, mein Freund. Komm ran hier auf den Meter. So. Packen wir das nochmal eben weg. So, dann haben wir nochmal Stonis. Ihr seht, ich habe jede Menge Harz. Weil wenn man Bäume fällt, bekommt man Harz. So, ihr seht, wir haben hier schon... Wir sehen viel, viel mehr. Ja? Hier war alles zugeballert. Ihr seht hier gegenüber noch Baumstämme rum und Holzen. Die Seite wollte ich auch noch wegmachen. Ich habe jetzt hier bis zum Dunkelwald weggehauen. Also ich habe da richtig Spaß gehabt bei. So viel kann ich euch sagen. Mehr Holzfällen ist halt hier. Wenn auch die kleinen weghauen. Ist halt schon mega. Ja, man hat da richtig Spaß, wie die Dinger fallen und so. Ja, immer wieder Action hier. Immer wieder kommt da irgendwas aus dem Wald getappelt. Troll kam auch zwischendurch mal raus. Das ist normal. Also, man hat keine Ruhe hier mal irgendwie. Dass du mal so eine halbe Stunde Ruhe hast oder so, kannst du knicken, ne? Ja, und so an so einem Hang, ja, Holzfällen ist halt echt mega. Ich habe halt oben angefangen, ne, hier ganz oben und ja, dann fällt es natürlich gut runter und macht viel Damage auf die Bäume unten, also ich musste hier nicht alle Bäume fällen, die hier liegen. Dann machen wir das Gestrüpp hier noch weg, ich weiß nicht, ob die dann nachwachsen, wahrscheinlich sogar, aber wenn, dann pflanzen wir hier selber vernünftiges Holz hin. Oh, ihr seht hier zwischendurch. Tut sich hier immer noch mal was. Zack. Ja, keine Sorge, ich werde das jetzt hier nicht, komplett mal. Ich wollte euch das nur mal einmal zeigen. Also ich habe bis hier hinten hin alles an Bäume gefällt, was da rumstand. Ihr seht, da ist auch schon wieder so ein Jim Bob zwischen. Also ihr seht, ich habe jetzt hier jede Menge Stämme liegen, jede Menge Holzen. Ja. Gar kein Problemchen. Und wir, da geht es natürlich auch noch ein bisschen weiter hier unten, ne? Hier haben wir auch noch ein Haus freigelegt, was hier mitten im Wald stand. Habe ich auch noch gar nicht reingeguckt. Ist aber anscheinend auch nichts drin. Das können wir natürlich dann auch noch abreißen. Stellen wir einfach kurz eine Werkbank hin, reißen das ab. Das ist nicht das Problem. Nehmen wir das Holz hier noch mit. Ihr seht, ich habe auch schon... Kiefer umgelegt, ist natürlich zu stabil für unser Werkzeug. Ist halt bei Bäumefällen so mit passiert. Aber ich bin auch schon voll, wie ihr seht. Ja, also Holz liegt. Ja, und ich habe zwei Kisten voll. Ich hätte es natürlich auch schön vorm Haus stapeln können. Da ist
Achso, unser Kohlemoppe. Da ist alles gut. Also da sind wir gut aufgestellt. Da können wir eskalieren. Wir haben auch schon ein bisschen Kernholz. Das wir eigentlich immer nach oben packen können. Jede Menge Buchensamen. Weiß ich noch nicht, kann ich eigentlich wegschmeißen. Und ihr seht jetzt schon wieder, ich habe schon wieder 26 Harz. Also wenn man diese kleinen Bäume umhaut, bekommt man halt immer Harz. Generell, wenn man Bäume fällt. Da ist alles gut. Gut, unsere Aufgabe ist, ja, ihr seht, ich habe fast 60 Barren Kupfer. Das heißt, ich bräuchte 30 Barren Zinn. Wir brauchen unbedingt Zinn. Das ist so jetzt erstmal unser Credo. Ich repariere nochmal kurz hier. Damit wir uns endlich bessere Waffen machen können. Und dann brauchen wir durchgehend Kupfer und Zinn. Ja. Oh, da stehen Pilze. Die nehmen wir mit. Pilze sind super wichtig. Ihr könnt daraus später Suppe machen, ne? Aus Pilze und Karotten. Also wir müssen da nämlich auch hier so einen Flug machen, dass wir was anpflanzen können. Dann können wir nämlich Karotten anpflanzen. Wir haben ja schon Karottensamen gesammelt. Das sollten wir halt auch so schnell es geht machen eigentlich. Deswegen, wir brauchen jetzt erstmal Zinn, um irgendwie weiterzukommen. Ne? Ihr seht, ich habe auch noch nichts weiter gecraftet, aber wir haben 10 Troll Leder liegen. Aber gecraftet und so habe ich extra nichts. Das machen wir, wenn zusammen. So, wir gehen jetzt aber erstmal gucken, ob wir noch Zinn finden. Das Problem, was wir haben... Ja, ich müsste wahrscheinlich hier irgendwo weitergehen. Weil hier ist halt alles normaler Wald und ja... Normal hast du Zinn am Wasser ohne Ende. Also am Meer. Hier an dem Fluss, der durch den Düsterwald geht, war nicht viel. Ja? Das ist natürlich... Das heißt, ihr müsst eigentlich hier aufklären gehen und hoffen, dass hier noch Düsterwald ist. Und dass der nicht nur mittig ist. Und dass da Küste ist. Ich würde sagen, wir smashen einfach hier quer hoch. Ja? Bevor wir jetzt hier den Bogen laufen, weil da wissen wir, da ist nur normaler Wald. Das bringt uns nichts. Ich habe 2 Picken mit. Ja, kann natürlich nicht so viel tragen, aber ohne Zinn geht es jetzt einfach nicht weiter. Ja. Weil wenn ich dann eine andere Axt habe, können wir Edelholz machen. Wir können also die Birken fällen. Dadurch bekommen wir anderes Holz. Dadurch könnten wir ein Boot bauen. Dann könnten wir halt die Küste auch langfahren, um Zinn zu sammeln. Oder uns einen besseren Ort suchen zum Zinn sammeln. Das ist ja gerade so. Aber ihr habt es ja gesehen, an dem Fluss, wo ich lang bin. Ja, das hat sich einfach nicht gelohnt. Ach genau, hier war ja Schnee. Eieiei. Ist das Troll oder was? Ja, Mr. Troll steht da hinten. Mr. Troll nehmen wir natürlich sehr gerne mit, auch wenn wir nur 5 Feuerpfeile haben. Müssen wir den Rest mit normal machen. Ich habe jetzt vergessen, welche nachzucraften. Holz mal ruhig den Wald ab. Ich kein Problem mit. Ah, das ist ein Steinwerfer, ist alles gut. So, das war's mit Feuerpfeil, aber ihr seht, die Feuersteinpfeile. Das Ding ist halt auch, umso kleiner euer Dingen ist hier. Also wenn ihr voll aufzieht, macht ihr natürlich mehr Damage, als wenn ich so schieße jetzt. Ja, mal abgesehen von der Genauigkeit. Jetzt haben wir keine Ausdauer. Deswegen immer ruhig aufziehen lassen. Au, au. Ich muss aufpassen, dass jetzt keine Skelette hier sind. Ah, da sind schon Blau-Johnnies. Ich muss jetzt hier zwischenfunken. Natürlich scheiße, da ist noch einer. Ja, die nerven natürlich jetzt richtig. Aber wir müssen jetzt erst den Troll gelegt kriegen. Alter.
Okay, einen noch oder max zwei. So, Trolley ist down, das heißt, wir können jetzt in den Nahkampf gehen. Wir haben auch Ausdauer, ist alles gut. So, wo ist Mr. Troll? Nice. Trolle immer mitnehmen, Leute. Ihr könnt nicht genug Trollzeug haben. Klar, irgendwann muss man sich entscheiden, ob man eher auf Trollrüstung geht. Oder dann später auf Kupferrüstung. Also hier ist auch nochmal ein Dungeon, genau im Schnee. Ich hoffe, da könnten wir hinkommen, ohne dass wir erfrieren. Ja, irgendwann muss man sich entscheiden. Also am Ende des Tages wird Kupfer wahrscheinlich höher zu verbessern gehen wie das Trollzeug. Aber es kostet natürlich alles Kupfer. Gerade wenn ihr Solo spielt oder auch wenn ihr Multi spielt, ihr braucht ohne Ende Kupferzeug. Und da ist es dann schon nice, wenn man Trollzeug hat, was man dann verbessert. Also wenn man es einmal verbessert, ist Troll auf einem Level mit Kupfer. Also mit Standardkupfer. Noch ein Dungeon. Ja, ist nice, wir brauchen Dungeon, ne? Wir brauchen Würfel, keine Frage. Aber jetzt geht es natürlich erstmal darum, uns hin zu organisieren. Beziehungsweise auch erstmal hier das Ufer zu finden mit Düsterwald. Das ist natürlich ein bisschen tricky. Also ich kann euch nur noch mal, ich kann es nur noch mal wiederholen. Heute kauft euch dieses Spiel für 16 Euro. Das ist Wahnsinn, was hier an Inhalt drin ist. Ich will euch jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich spiele ja noch zwei andere Spielstände. Einmal im Duo mit der Mara, was wir so ohne Aufnahme spielen. Und dann im Stream spielen wir ja Multi. Daher weiß ich schon ein bisschen mehr, als wie ich jetzt hier aktuell bin. Und ich kann euch nur sagen, es lohnt sich. Ich will euch jetzt hier auch nicht zu viel spoilern. Wir werden das alles noch selber erleben. Aber es ist schon Hammer. Distel nehmen wir auch schon mal mit. Was wir haben, haben wir. Rune. Sollten wir schon kennen. Gucken wir trotzdem mal rein. Seid gewarnt vor den Grauzwergen. Jo. Ja, ihr seht, das ist so scheiße. Hier ist halt auch wieder Laubwald. Also Auenwald. Sehr umbenannt. Hier sind Schweine, nehmen wir mit. Ist natürlich nervig, weil sinnmäßig. Also Mr. Skeletto. Da haben wir keine gute Ecke hier. Leider. Der hätte auch irgendwas umgehauen. Ach so, ein hier. Brauche hier gar nicht weiterlaufen bis zur Küste, weil ihr seht's ja. Da haben wir kein Glück mit unserer Map. Hier ist auch alles zugewuchert. Komm, wir gehen mal zur Eglei auf den Dach. So, da ist wieder Düsterwald. Tja, ich hab's mir schon fast gedacht, dass hier nur so ein Mittelstreifen Düsterwald ist. Wir haben hier hinten halt Düsterwald, ne? Oder sieht das nur so aus? Das ist immer schwer zu sagen. Eieiei. Eieiei. Damit haben wir kein glückliches Händchen mit unserem Bauplatz. Also man sollte schon gucken, Äh,
Als er Alpha Taol in die Welten einte, vergaß er weder die Vanir noch die Riesen, noch jene Kreaturen, die noch älter als alle anderen waren. Die größten von ihnen konnten nicht getötet werden, also wurden sie zu Wächtern, die hier auf Valheim für alle Ewigkeiten als Exilanten umherstreifen würden. Wenn diese Wesen einen Fuß auf die Erde setzen, gibt es ein Beben, das alle niederen Kreaturen durch Mark und Bein geht. Die meinen Trolle. Da ist auch schon wieder einer. Sammernpfeil 80 sollte reichen. Oh, komm mal ruhig hier hin. Natürlich muss ich wieder so eine Kacksau hier einmischen. Alter. Hätten wir jetzt einen mit der Keule gehabt, dann wäre es jetzt eng gewesen. Es gibt auf jeden Fall auch noch... Oh, wenn wir besseres Holz haben, besseren Bogen. Ich muss jetzt erst einmal Ausdauer regenerieren. Der Bogen hat da nicht so einen harten Drop, wie der jetzt hat. Okay, ich glaube mit dem Aufziehen und Damage ist wohl doch nicht so, oder? Probier's mal aus. Ja doch, 15 dann nur. Perfekt. Komm, Fall! Nice. Nice! Ja, man muss natürlich erstmal die Werkbank weiter verbessern. Also mit Werkbankstufe 3 kann man Trollzeug nicht verbessern. Man muss Werkbankstufe 4 haben. Weiß nicht genau, wodurch das freigeschaltet wird. Wahrscheinlich durch dieses Edelholz oder sowas. Muss ein bisschen gucken. 52 Pfeile haben wir nur noch. Natürlich nicht viel. Schwein nehmen wir mit. Wir brauchen Fleisch, wir brauchen Lederfetzen. Und eigentlich suchen wir Zinn. Und jetzt wird es dunkel. Jetzt sind wir so im Dunkeln hier durch den Düsterwald. Das ist auch wieder super. Da sind wieder Viechers ohne Ende. Naja, wir werden am Rand langlaufen. Einfach in der Hoffnung, dass sich gleich mal ein Stück bis zum Meer erstreckt. Ja, da haben wir echt Pech. Obwohl, hier zieht es sich weiter runter. Haben wir hier Bienen? Ja, war eine Kiste. Wow. Ja gut, es zieht sich auf jeden Fall jetzt hier so lang. Wir müssen einfach hoffen, dass hier gleich irgendwo Meeresküste ist.
Also irgendwo wird natürlich was sein, ansonsten, ich meine, das ist die Map, Leute. Müssen uns keine Sorgen machen, also. Wir werden schon irgendwo was finden, aber klar wäre es natürlich schöner, wenn du das auch direkt vor der Haustür hättest. Einser-Skelette, ah, komm, die werden uns eh verfolgen wahrscheinlich. Also ein Stern, der macht bestimmt schon ein bisschen Damage. Ja, da ist noch irgendwas, was ins Frack. Ja, na klar, Alter. Drei Skelette und dann noch so eine Kacksau, die abgrasen will. Eieiei. Oh, ja, sehe ich eh. Ja, das ist halt nachts an dem scheiß Düsterwald. Das ist immer selber schuld. Da sind schon wieder drei blaue Augen. Haben wir sechs Stück oder acht Stück hinter uns. Wenn ich Leben hätte, könnten wir sie kämpfen, aber haben wir halt nicht. Und hier ist auch Düsterwald. Ach ja. Und da ist er schon, ey. Hau ab, du Kacksau! Meine Fresse, Alter. Komm halt auch nicht mal dazu, meine Fähigkeit zu zünden. Die wird natürlich jetzt gut was bringen. Wir essen jetzt ein Fleisch. So ein bisschen mehr HP schneller kriegen. Ich muss jetzt gleich versuchen. Ja, verbrauchen wir weniger Ausdauer beim Laufen. Ja, ich muss jetzt halt einmal, habe ich keinen Pilz? Ne, ich muss halt einmal hochheilen. Alles andere bringt mich nicht, bringt mir nichts. Gehen wir hier auf die freie Fläche. Oh, hier haben wir Küste, nice. Da vorne ist Düsterwald und mit Glück können wir hier. Na gut, vier Stück geht. Aber eigentlich nicht mit unserer HP. Aber wir werden es ausprobieren. Naja, ist mir klar jetzt. Ja, ich habe es jetzt auch nur gemacht, weil kein Ein-Sterne-Typ dabei war. Wäre ein Ein-Sterne-Typ dabei gewesen, hätten wir es nicht gemacht. So, hier haben wir aber auf jeden Fall Küste. Ich müsste jetzt aber eigentlich warten, bis Tag wird. Ja, wie ich ja schon mal sagte, man kann später Portale bauen. Dann könnte man natürlich. Oh, cool, guck mal, wäre ich hier lang gelaufen. Ich wollte gerade sagen, sonst hätte man natürlich ein Portal stellen können. Aber es ist ja gar nicht weit weg von zu Hause. Aber gut, da ist überall nur normaler Wald. Also Auenwald mittlerweile. Was denn? Schon haben wir 10. Ich sag's euch, Leute. Muss ich auch weghauen. Augen werden wir auch noch mehr als genug finden. Was wiehst du? 4 Kilo haben wir auch weg. Hab auch schon mehr Viecher gehört hier. Gut, das Schöne ist, hier sollten wir eigentlich immer 3 Zinn bekommen. Na, perfekt. Ja gut, also dann geht's ja doch. Ich weiß nicht, ob Zinn nachspawnt. Da hinten ist nochmal ein Zinn auf jeden Fall. Idealerweise findet man so eine kleine seichte Stelle. Ja, schwer zu sagen. Zeige ich euch einfach, wenn wir da sind. Da gibt es eigentlich immer jede Menge Zinn. Wir müssen auch mal gucken, wie ich, oder ich muss da mal gucken, wie ich es angehe. Was wir zuerst herstellen.
Eine Picke wäre natürlich nice. Picke ist aber auch sehr teuer und Schall bringt uns erstmal nichts außer Zeitersparnis. Aber mit den Picken können wir es natürlich auch abbauen, die ich jetzt habe. Und gibt jetzt eigentlich auch nicht so viel Zeitersparnis. Aber man kann die natürlich verbessern. Diese kann man nicht verbessern. Deswegen, ich denke, wir werden als erstes eine Axt herstellen. Weil die Axt uns Zugang zu neuen Materialien gibt. Hier oben ist Kupfer, wie es ausschaut. Ja, werde ich mal markieren. Ja, ich nehme das Portalsymbol als Kupfer. So klar. Oh, und dann noch ein Ein-Sterne-Johnny. Der macht Aua. Zwei rote sogar. Drei Alto Betty. Ja, jetzt kriegen wir schon wieder Probleme. Hier ist überall Zinn, ey. Ja, ich glaube, ich werde erst die Nahkampfwaffe machen. Drei Ein-Sterne-Johnnys werde ich, glaube ich, nicht im Nahkampf kriegen. Weil wir können es einmal riskieren. Okay. Ich habe nichts gesagt. Geht besser, wie ich dachte. Was wiegen die denn überhaupt? 1,2 Kilo. Ja, wir werden sie weghauen. Ich brauche Zinn halt. Okay. Geht ja doch besser, wie ich dachte mittlerweile. Dreier Axt. Scheint zu rasieren. Alles gut. Aber solange Nacht ist, werden wir das hier so eine Begegnung noch öfter haben. Ja, alles ist gut. Hast du das Zinnerz mitgenommen? 14, okay. So, Leute, aber ich würde sagen, wir sind erstmal am Ende einer Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen da. Wenn ihr mehr sehen wollt. Natürlich auch. Oh, ein Einser müssen wir mitnehmen. Oh, nice. Umso besser oder umso mehr Sterne die haben, umso mehr Ressourcen geben die Tiere. Oder generell alles, auch Gegner. Aber gut. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Wir machen jetzt hier in der nächsten Folge hier an der Stelle weiter. Haut rein. Bis dann. Tschüssi.